Radio Melodie. So, die Advents- und Weihnachtszeit gibt es immer einen Haufen neue Songs. Und einer ist bei uns reingeschneit, heisst «Schön, dass es die gibt» und «Schön, dass es auch klappt, dass wir den Jesse in der Leitung haben». Herzlich willkommen, Jesse. Merci vielmals, freue mich sehr. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so miteinander in dieser Form talken. Wir haben uns auch schon gesehen, zum Teil nur von Weitem, aber wir kennen uns doch schon ein bisschen. Und vor allem, ich habe dich schon viel gesehen, natürlich im Fernsehen oder bei den DJ Bobo-Shows, muss man genau. Natürlich auch noch sagen. Also, wir kennen uns indirekt schon relativ gut. Und du hast anfangs von dem Sommer einen Sommertitel rausgegeben, das erste Mal in Mundart gesungen. Genau, richtig. Ich habe eigentlich dieses Jahr noch ein bisschen umgeschwappt auf Mundart. Ich habe eigentlich die letzten, ja, was ist jetzt, 7 Jahre Englisch immer gesungen und englische Musik gemacht. Und dieses Jahr dann gesagt, jetzt mache ich einen Wechsel. Einfach auf Schweizerdeutsch, in Muttersprache. Ja, es hat verschiedene Gründe gehabt. Einerseits, weil es natürlich wieder ein bisschen Aufschwung hat bekommen, die Schweizer Musik-Sachen. Aber auch, weil ich einfach für mich als Songwriter mich besser ausdrücken kann und ich einfach gemerkt habe, dass ich nochmal ein bisschen tiefer gehen kann in den Texten und mir das halt sehr wichtig ist. Dein aktueller Song heisst «Schön, dass es dich gibt». Ist ein, auch ein Weihnachtssong, kann man das so sagen? Ja, es ist sicher ein Song, der nicht jetzt speziell auf die Weihnacht geschrieben ist worden, sondern mehr halt inhaltlich sehr gut zur Weihnacht passt. Geschenke kaufen und zusammen unter dem Tannenbaum sitzen, sondern es ist viel mehr so, dass man halt die Familie wieder trifft und einander oder vielleicht auch Freunde trifft, die man vielleicht das ganze Jahr nicht gesehen hat und mit denen zusammenkommt und einfach über das Jahr berichtet und einfach die Momente zusammen genießt. Und ja, das ist das, was der Song für mich so ein bisschen zu einem Weihnachtssong macht, wo mir persönlich das halt sehr wichtig ist. Weihnacht scheint überhaupt, Adventszeit scheint recht wichtig zu sein. Du hast extra einen online quasi Adventskalender kreiert. Kannst du ein bisschen etwas über das erzählen? Ja, ich muss vielleicht sagen, ich bin seit Kind ein Riesenfan von Adventskalendern. Also bei mir, ich muss jedes Jahr irgendwie immer noch heute einen Adventskalender haben. Sei es nur ein Millionenlos oder einfach irgendetwas, was ich alltag im Dezember das Türchen auftue. Ich finde das einfach mega cool. Ich habe immer als Kind schon wahnsinnig Freude gehabt an dem. Und jetzt so in dieser ganzen Zeit rund um Corona und viele schlechte und auch von dem Ganzen, was ich auch war, habe ich gefunden, wieso nicht Adventskalender gestalten, halt auf virtueller Basis, also online. Und ja, die Leute jeden Tag ein bisschen überraschen auf verschiedenste Art und Weise. Und es war recht aufwendig, das auf die Beine zu stellen. Es hat auch Leute gebraucht, die da ein bisschen mithelfen, Partner, die sagen, hey cool, wir machen eine coole Aktion, kannst zu uns kommen, servieren zum Beispiel und, oder einem Gewinner einen Brunch schenken oder einfach so verschiedene Sachen. Und das ist wirklich, jetzt habe ich Freude. Jetzt läuft voll im Gang der Adventskalender und kommt auch sehr gut an. Könnte ich mir vorstellen, das Jahr war ja sowieso ein spezielles Jahr gewesen. Du hast angefangen mit «Darf ich bitten?», eine Tanzshow, und die ist dann unterbrochen worden und dann im Herbst fortgesetzt worden. Und du bist als Sieger aus hervorgegangen. Wie ist das für dich gewesen? Ja, also es ist wirklich lustig, so rückblickend, nachdem wir auch nicht mehr weiter, was uns recht frustriert hat, das Ganze, wenn wir so viel Aufwand trainiert haben, für halt, ja, die Fernsehsendung. Und mir persönlich ist es wahnsinnig am Herzen gelegen. Wenn ich etwas mache und zusage, dann mache ich es richtig. Und dann plötzlich, oh, wir unterbrechen die Sendung. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist eh Hopf und Malz verloren. Dann ist es weitergegangen. Und dann natürlich, die Show zu gewinnen, zusammen mit der Flavia, ist es absolut, also für mich, das Highlight in diesem Jahr, ganz klar. Und natürlich dann noch mit einem eigenen Song, wo du dazu getanzt hast. Ja, genau. Das hat es noch viel spezieller und natürlich auch persönlicher gemacht für mich. Ich habe den Song «Schnaufen» auch dieses Jahr veröffentlicht, wo ich so ein bisschen mit Trennungsschmerz verarbeitet habe. Vom letzten Jahr sehr lange Beziehung, Hochzeit gehabt, dann halt getrennt nach vielen Jahren. Und wie ich halt alles, so ein bisschen mein Leben in Musik verarbeite, habe ich auch da den Song geschrieben. Das ist natürlich für mich unbeschreiblich. Also wenn ich heute das Video schaue, habe ich immer noch Hühnerhaut. Das ist wirklich, ja, vergiss ich auch nie mehr. Ich glaube, ich auch den Leuten so gegangen, mit Hühnerhaut zu haben. Inzwischen hast du weitere Songs veröffentlicht. Einer war «Arsch».
Genau. Ja, der Titel hat auf jeden Fall zu reden gegeben. Aber sie haben natürlich auch mit Absicht gemacht. Ja, der Song heisst wirklich Arsch. Und er ist auch in vielen Radios nicht gespielt worden aus diesem Grund. Ist mir aber bewusst gewesen, dass das könnte passieren. Aber wenn man den Titel hört, merkt man sehr schnell, dass es nicht um das Körperteile geht, sondern halt mehr so auf das Thema geht um Vorurteile und dass man halt sehr schnell irgendwie schubladisiert wird und, oder angeschaut wird und gesagt, ah, du bist auch oder der ist auch. Und ja, ich habe es immer ein bisschen erlebt in der Jugendzeit durch die Hautfarbe, durch meine feine Art. Egal, was die sagen, mir geht es am Arsch vorbei. Und so ist der Titel entstanden und ich habe nach wie vor extrem Freude an dem Song. Weil er ist halt auch so tanzbar und macht einfach gute Laune. Wie hast du jetzt mit Auftritt ist ja gerne gewesen. Was hast du denn in dieser Zeit außer den Adventskalender vorbereitet, Songs veröffentlichen gemacht? Ich habe weiterhin sehr viele Songs geschrieben. Ich habe, wie man hier sieht, bin in meinem Tonstudio in Thun, wo ich auch unter anderem für mich eben auch für andere Künstler Musik produziere mit meinem Team zusammen. Und ich habe natürlich jetzt hier sehr kreativ können sein, viel Zeit gehabt. Auch ja, so ein bisschen Zukunft zu blicken, zu schauen, wie entwickelt sich das mit der Musik, was könnte man machen. Ja, man muss halt immer ein bisschen schauen in so Zeiten, wo, ja, wo irgendwie eine Veränderung stattfindet. Wie geht man mit dieser Welle mit? Wie macht man das anders? Ja, und das ist, passiert alles hier zu tun in diesem Keller. Und du bist ja eigentlich eine sehr breite Sache. Musik, was du selber machst und was du aufnimmst. Also von R&B über Eurodance bis Mundart-Songs bis zu Jodelclub, wo du aufgenommen hast. Ja, richtig, genau. Also wir sind wirklich, das zeichnet uns aus. Wir haben natürlich schon sehr viel Mundartmusik jetzt hier im Studio, die wir machen, aber wir haben auch viel englische Musik und sehr breit. Und ich finde, das ist das, was mir so gefällt. Ich wollte mich nie auf ein Genre konzentrieren und sagen, ich mache nur Pop-R&B-Musik. Weil ich finde einfach, sobald es Gefühl drin sind und Texte und schöne Melodien. Das kann auch Heavy Metal sein. Haben wir jetzt gerade eine CD gemacht mit einer Band zusammen, wo ich zum Teil Melodien und Gitarrenriffs gehört und ich dachte, wow, wie genial ist das? Und das ist das, was mich an Musik so fasziniert, einfach die Vielseitigkeit. Wie verbringst du jetzt die restliche Adventszeit und die Weihnachtszeit? Ja, also die Weihnachtszeit sicher mal so ein bisschen mit der Familie zusammen. Bis Fans kochen, das ist bei uns halt alle Jahre, gehört es dazu. Und das Jahr muss man halt ein bisschen gestaffelt ein bisschen zusammenkommen durch Corona und auf das natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ja, Weihnachten feiern ist sicher ein Thema, das ist, gehört dazu. Und dann so ein bisschen die Altjahrswoche ein bisschen geniessen, wo es ruhig ist, kein Telefon läutet, keine E-Mails reinkommen. Das ist eine super Zeit, um auch ein bisschen kreativ zu sein und vor allem einfach auch ein bisschen zu planen. Oder Sachen zu machen, die man nie Zeit hat. Was erhoffst du auf nächstes Jahr? Ja, also ich habe so eigentlich nicht grosse Erwartungen. Ich hoffe, dass sich alles wieder so ein bisschen stabilisiert oder dass man wieder ein bisschen besser planen kann und weiss, was uns erwartet, in welche Richtung es geht. Im Moment ist ja heute so, morgen so. Das macht alles sehr schwierig und unsicher. Das erhoffe ich mir, dass es ein bisschen stabiler wird und dass man möglichst gleich wieder auf die Bühne kann, auch wenn es vielleicht nur mit einem kleinen Rahmen ist. Aber das ist natürlich, ja, das fehlt meinem Musikerherz. Jesse, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und wir hören uns sicher im nächsten Jahr dann wieder, wenn wieder neue Sachen draußen sind. Danke vielmals und alles Gute. Merci auch, alles Gute.